Diese 8 mm Farbaufnahmen dreht ein Luftwaffenangehöriger im Sommer 1940 in Frankreich. Seit der Jahrhundertwende unterhalten die Franzosen eine nordafrikanische Kolonialarmee, die in den Weltkriegen auch auf europäischem Boden zum Einsatz kommt. Zwischen 90.000 und 100.000 Kolonialsoldaten geraten infolge der französischen Kapitulation in deutsche Gefangenschaft. Ihre Versorgung dort ist grundsätzlich schlechter als die der weißen Franzosen. Ganz zu schweigen von rassenanthropologischen Untersuchungen und tropenmedizinischen Studien, für die sie, auch unter kolonialen Gesichtspunkten, herangezogen werden. Die Männer, die hier für die Kamera posieren, machen allerdings keinen furchtsamen Eindruck. Das gegenseitige Verhältnis scheint zu diesem Zeitpunkt vielmehr bestimmt zu sein von einer freundlichen Neugierde.